I'm a G, but you knew this. Was geht ab, Leute? Der Panda ist für euch Berg am Start. Und heute mal mit einem kleinen Vlog. Ich dachte mir einfach mal, ich rede mal ein bisschen über das Zelos-Event. Und im Allgemeinen ist es halt so, gestern haben wir ein Spiel gehabt, was unglaublich nervenaufreibend war für alle von uns. Nicht nur für das Gegnerteam, sondern auch für uns als Team allgemein, also Titus, mich und Marcel. Was soll ich dazu sagen? Ich werde wahrscheinlich morgen das Video hochladen, denn Marcel ist heute in eine andere Stadt gefahren. Dementsprechend gab es ein bisschen Komplikationen mit der Audioaufnahme etc. pp. Und dementsprechend mache ich diesen kleinen Vlog, um euch ein Update zu geben, was jetzt heute so wieder in meinem Kopf so vorgeht. Post-Zelos-Tag. Bin natürlich etwas geschockt, dass ich rausgeflogen bin. Ich hätte es nicht gedacht, dass das Team Red so gut ist, muss ich ehrlich zugeben, dass wir verloren haben, dass wir uns nach 0-3 zurückgekämpft haben auf einen 3-3, deswegen nehme ich die Spoiler auf jeden Fall schon mal hier vorne weg, sorry dafür. Soll auf jeden Fall nicht das letzte Video gewesen sein, was ich mit den anderen Leuten da zusammen gemacht habe. Ich habe in den letzten Tagen auch schon mit Haptic Rush was live aufgenommen. Und das ist immer so die Tage entstanden, Dominik und so weiter waren ja auch dabei, also Ryzen Energy, Shenzhen und so weiter und so fort. Die ganze Sache, eine ganze Aktion im Allgemeinen hat sehr viel Spaß gemacht, also mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, an dem Turnier überhaupt teilnehmen zu dürfen. Ich bin riesig geflasht immer noch von der Zeit, die ich jetzt in aktueller Zeit hatte, überhaupt dabei sein zu dürfen, ist für mich auf jeden Fall eine richtig große Sache. Es ist nicht einfach mal so getan, dass man jetzt einfach sagt, okay, jetzt ist man mal raus, scheiß drauf, passiert halt. Die Zeit ist nicht vorbei, ich habe neue Leute kennengelernt, ich habe einen Facebook-Post auch da schon rausgehauen zu. Es ist einfach, wie es ist, das Turnier ist vorbei. Einfach nur, wie gesagt, krass, was mit meinem Kanal in letzter Zeit passiert ist, man muss das alles mal verarbeiten. Für euch da draußen, ihr guckt mich nur, ich mache die gleichen Videos von vorne auch vor 2 Wochen. Das heißt, es hat sich eigentlich gar nichts verändert, außer dass ich auf einmal nur 3000 Abonnenten mehr habe als vorher. Ist absolut geisteskrank auf jeden Fall. Ich wollte mich einfach dafür nochmal bedanken. Das soll ein kleines Dankeschön-Video an euch da draußen sein. Kleines Dankeschön an meine Teammates. Kleines Dankeschön an alle Leute da draußen, die ich kennengelernt habe. Dankeschön nochmal an Krieger. Danke an dich, dass du mich so oft erwähnt hast. Keine Ahnung, ich finde es klasse, dass du meine Videos feierst. Auf jeden Fall dafür ein dickes, fettes Like. Das sollte nur mal ein ganz kleines Update-Video sein. Ich danke auf jeden Fall jedem, der mir gestern noch geschrieben hat. Wenn ich nicht jedem antworte, das ist einfach mal so, ich kann nicht jedem antworten. Wenn man so viele Nachrichten bekommt, ist es dann einfach so nach einer Zeit, kann man einfach nicht mehr jeden antworten. Auch wenn ich nur jetzt 5000 Abonnenten habe, ist es halt wirklich so, dass es schwierig wird, jedem einzelnen von euch zu antworten. Verzeiht mir auf jeden Fall dafür, dass ich das nicht machen kann. Wie gesagt, das war nur ein kleines Video dazu. Einfach nur mal frei Schnauze, mal was gelabert. Und ich hoffe, wie gesagt, wir sehen uns auf der Gamescom. Das wollte ich auch nochmal ansprechen. Ich bin die ganzen Tage da, von Mittwoch bis Sonntag wahrscheinlich, Samstag, Sonntag, werde ich mir noch in irgendeiner Form Tickets organisieren. Ich bin, wie gesagt, die ganzen Tage da. Ich werde Vlogs machen. Ich werde natürlich auch Gameplay-Material hoffentlich aufnehmen dürfen. Ich hoffe, ich treffe einen von euch. Wenn ihr mich trefft, dann quatscht diese Person einfach mal an. Würde mich echt freuen, wenn ich mit euch mal kurz in Kontakt treten würde. Ist auf jeden Fall eine coole Aktion, wenn man sich auf der Gamescom mal trifft und mal ungefähr 5 Minuten mal miteinander quatscht. Würde ich auf jeden Fall richtig klasse finden. Ich bin da mit den ganzen anderen YouTubern unterwegs. Und ja, das soll es auch dann auch gewesen sein. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall eine Bewertung da lassen. Danke nochmal für euren Support. Danke, danke, danke. Zeigt mir auf jeden Fall nochmal, wie aktiv ihr seid. Ich würde mich natürlich über 200 Likes wieder freuen. Es ist einfach so krass, Jungs, ohne Spaß. So viele Likes auf meinen Videos immer zu sehen. Ich bin da echt glücklich drüber. Lasst auf jeden Fall mal einen Kommentar unten, wann ihr auf der Gamescom seid. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht das gut, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.